ich bin die Horvath Erika, bin 61 Jahre alt, bin in Unterwart wohnhaft. Geboren bin ich in Oberwart. Wie bist du zum Tanzen und Schauspielern gekommen? Zum Tanzen bin ich gekommen durch ein Oho, ein offenes Haus, weil ich dort schon 13 Jahre beschäftigt bin als Reinigungskraft. Und weil mich das immer das bei den Tanztagen, das Tanzen so fasziniert hat, habe ich mal zugeschaut und ich war so begeistert. Und da hat mich mal die Liz King gefragt, ob ich bereit wäre, einmal selber mit ein paar Roma-Frauen zum Tanzen. Und sie hat mit uns einstudiert, das Tanzen, und das war ein sehr schönes Erlebnis. Von den Bewegungen her und die Ausdruckstänze, das gibt halt uns dann viel zurück, weil das Publikum war sehr begeistert. Wie viele Auftritte hast du schon absolviert und wo? Eigentlich alles in Oho. Beim Tanzen habe ich schon zweimal mitgemacht, immer hoch durch die Tanztage und durch der Liz. Was war Ihr schönster Auftritt? Mein schönster Auftritt und mein schönstes Erlebnis war Theaterspielen. Da bin ich auch, beim Theaterspielen bin ich auch durch ein Oho dazugekommen, weil ich wollte immer schon als Kind Schauspielerin sein oder wenigstens Theater spielen. Und dann auf 2010 habe ich mir gedacht, Mensch, jetzt wäre die Chance da, beim Casting teilzunehmen, auch in der Hof, eben weil ich dort beschäftigt bin. So habe ich auch die Chance, waren für mich ganz nah. Und dann habe ich mir gedacht, bewerbst dich, zeigst auf, versuchst das. Wer weiß, habe ich die Fähigkeiten, wie weit gehen meine Grenzen. Und das habe ich gemacht und wirklich, wo haben sie mich genommen? Und man denkt, Mensch, das kann ich ja gar nicht, ich traue mich gar nicht. Aber dann durch ein Lernen und durch die Auftritte, das ist immer besser geworden. Und wir haben 3 Wochen lang in der Woche 5 Auftritte gehabt, auch für Schülern. Und der Applaus und das Publikum, das war mein schönstes Erlebnis, das werde ich nie vergessen. Hast du eher mit Menschen deiner Altersgruppe gearbeitet oder auch Jugendliche? Eigentlich habe ich mit beiden Altersgruppen gearbeitet. Viel zu tun, auch mit sehr vielen jungen Leuten und auch mit den älteren. Und ausgekommen bin ich mit beiden Gruppen. Da kann ich gar nichts sagen. Ich fühle mich auch nicht zwischen den Jungen zu alt und zwischen den Alten nicht zu jung. Und es muss halt passen. Was willst du jüngeren Menschen zum Thema Tanz und Schauspiel mitgeben? Ja, was kann ich noch mitgeben dazu? Einfach versuchen und nachdenken, habe ich die Fähigkeiten, kann ich das tun? Ja, mag ich doch, ich kann das nicht. Aber wenn man es nicht selber erlebt, dann weiß man es auch nicht. Man muss sich nur selber trauen. La 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 la.